Die Sprachübertragung. So, ich darf Sie nun alle recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar Alles neu in SOLIDWORKS Plastics in der Version 2020. Wir haben uns mal Zeit genommen bis knapp 14 Uhr. 22 Minuten ist geplant, dass ich Ihnen was zeige und am Ende haben wir dann noch Zeit für Fragen, die ich dann noch beantworten kann. Das heißt, Sie können natürlich Fragen gerne während des Webinars schon eintippen. Idealerweise einfach warten bis zum Ende und die am Ende eintippen. Das eine oder andere klärt sich vielleicht schon während des Webinars. Ja, wie gesagt, heute geht es um die, oder auch in der Beschreibung gesagt, heute geht es um die Neuigkeiten in SOLIDWORKS Plastics 2020. Doch bevor wir da reingehen, vielleicht einfach nochmal kurz, weil ich denke, auch immer wieder Teilnehmer dabei sind, die die Plastics jetzt vielleicht noch nicht haben, die einfach allgemeines Interesse haben. Es gibt drei Stufen, wie Sie es von SOLIDWORKS kennen. Jeder, der SOLIDWORKS kennt, der weiß, es gibt meist Standard, Professional und Premium-Pakete. Das ist beim Plastics genauso. Links im Prinzip Plastics Standard für den Konstrukteur, der einfach nur in der frühen Phase überprüfen will, ob er sein Teil oder seine Teile spritzgussgerecht konstruiert hat. Dann Plastics Professional und Premium, dann eher vielleicht auch mehr zugeschnitten auf den Werkzeugbau, wo es dann wirklich drauf ankommt, okay, wie mache ich mein Layout, wie mache ich eine Angussbalancierung, wie sieht die Schwindung aus, wie muss ich mein Werkzeug mit Aufmaß versehen oder wie viele Teile kann ich gleichzeitig spritzen, ohne die Druckgrenze zu überschreiten und so weiter. Und im Plastics Premium dann am Ende wirklich um die, ja, wie verformt sich das Teil, wie ist der Verzug und wie sieht meine finale Geometrie am Ende aus. Grundsätzlich würde ich es einfach so mit einem Kompass oder mit einer Karte vergleichen. Seit 2012 beschäftige ich mich mit Spritzgusssimulation und ich habe gelernt, dass es einfach die in der Spritzgussfertigung ist ein relativ komplexes Thema. Verbindung von Materialien, Temperatur, Drücken, Wandstärken spielen eine Rolle, wie ist das Teil gekühlt und die meisten Kunden und Werkzeugbauer, die rechnen einfach mit Werkzeugnacharbeit. Das heißt, es wird damit gerechnet, dass es am Anfang nicht direkt passt. So, ich sehe unsere Plastics-Werkzeuge einfach, um durch diese Komplexität zu navigieren. Im einfachsten Fall, im Standard, ist es eher wie ein Kompass, dass ich mal grob in die richtige Richtung mich bewege. Im Professional ist dann eher eine Karte, wo ich auch die Wege erkennen kann, um zu schauen, gibt es dann, welche Wege kann ich grundsätzlich nehmen. Und im Premium dann vielleicht auch die Information zur Topografie. Also gibt es irgendwo hohe Steigungen, die ich vielleicht nicht unbedingt wahrnehmen möchte und am Ende für die Leute, die in der Werkstatt dann die Maschine einrichten, ein Prozessfenster so groß wie möglich zu schaffen, damit wir mit so wenig Werkzeugnacharbeit wie möglich eben durchkommen. So viel nur dazu. Ich will jetzt gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Worum geht's heute? Es geht um die Neuigkeiten, die in 2020 reingekommen sind. Ich habe in der Beschreibung geschrieben, für mich die größten Änderungen, das größte Update, seit wir 2012 angefangen haben, das zu vertreiben. Ich zeige Ihnen Tutorials, die dazugekommen sind. Dann ganz wichtig, dass wir näher an die Geometrie ranrücken. Dazu sage ich dann gleich noch was. In der Vernetzung hat sich dann durch das eben auch vieles getan, da wir die meiste oder fast alle der Definitionen nicht mehr am Netz machen, wie in früheren Versionen, sondern an der Geometrie. So konnte das auch vereinfacht werden. Bei der Kühlanalyse haben wir auch einiges getan und verbessert. Dann ist ein großer Punkt, die Materialbibliothek wird komplett überarbeitet. Und wir können auch, wir haben neue Möglichkeiten, die verzogene, verformte Geometrie am Ende rauszuspeichern oder rauszuschreiben.
So, in der Vergangenheit war das so in Plastics, dass wir keine mitgelieferten Tutorials hatten. Das hat sich auch geändert und zwar schon, vielleicht hat es der ein oder andere schon bemerkt, mit der Version oder mit dem Service Pack 3 in der Version 2019 sind diese Tutorials mit dabei. Insgesamt 7 Stück, die so die Hauptworkflows abdecken. Das sind relativ einfache Teile oder Baugruppen, die alle, also der Plan oder die Zielsetzung war, dass die Berechnungszeit von allen Modellen die 30 Minuten nicht überschreitet. Beim Großteil der Teile ist es eigentlich eher so, dass wir da deutlich unter 10 Minuten bewegen, was die Berechnungszeit dieser Teile angeht. Ich denke, das ist eine ganz tolle Geschichte, um ohne vor Ort zu einem Training gehen zu müssen. Sie bekommen die Software, die Modelle werden direkt mitgeliefert. Also zum einen, ich zeige es auch gleich noch in einem Video, wo Sie diese Tutorials finden. Und diese Dateien, diese Geometrien werden mit der Softwareinstallation kommen die mit. Die werden in diesem Ordner, in diesem Pfad, der hier steht, reinkopiert oder da liegen die. Gehen wir einfach mal kurz rein ins Video. Das SolidWorks User Interface, SolidWorks Plastics User Interface gibt es dann einfach oben Einstellungen und Hilfe und dann unter Tutorials, das ist schön ein PDF, das kann man sich also auch schön ausdrucken. Dann geht man zu dem Hyperlink, also die Titel oder die Kapitel sind alle mit Hyperlinks versehen. Da kann man dann direkt zu einem Thema reinspringen und hier gibt es dann sozusagen Step-by-Step-Anleitungen, um die ersten Analysen durchzuführen. Also hier erstens neue Studie anlegen, Namen vergeben, Material auswählen und so weiter. So kommt man da dann ganz schnell dazu, die Software einzusetzen. Genau, das war es schon zum Thema Tutorials. Also jetzt auch wie man es gewohnt ist von all unseren SolidWorks-Lösungen, dass eben diese Tutorials oder Lehrbücher heißt es, glaube ich, im CAD-Bereich, dann gleich mitkommen. Der nächste Punkt, und jetzt kommen wir zum was Spannenderem, wie ich finde, und zwar geometriebasierte Definitionen. Historisch bedingt waren viele Sachen eben an Definitionen netzbasiert. Das heißt, wenn Sie neu vernetzt haben, gingen diese Definitionen verloren. Zum einen in 2020 hat sich die Benutzeroberfläche leicht verändert. Das sehen wir auch gleich noch. Wir haben die Aufteilung ein bisschen anders gemacht. Und genauso das Erstellen und Verwalten von Studien ist jetzt auch eher, wie man es aus dem SolidWorks Simulation oder aus dem Flow Simulation kennt, dass wir neue Studien erstellen und erstmal einen Namen vergeben und den Studientyp im Prinzip auswählen. Dann ist es so, dass wir eine Domain-Definition haben, die auch geometriebasiert ist. In der Vergangenheit war das so, dass diese Zuweisung von ist es eine Kavität, ist es ein Kühlkanal, also wenn Sie mehrere Volumenkörper haben, müssen Sie natürlich der Berechnung sagen, du bist Kühlkanal, du bist Kavität, damit die Berechnung weiß, was sie eben damit zu tun hat, beziehungsweise dass ich zum Beispiel auch ein Kühlmedium angeben muss, nicht nur ein Kunststoffmaterial oder auch ein Material für das Werkzeug. So, was passiert jetzt, dass man pro Volumenkörper, der gefunden wird in der Geometrie, in dem Teil, können wir dann direkt die Domains zuweisen. Genauso funktioniert es dann auch mit Dingen, die in 3D noch nicht existieren. Wir können ein virtuelles Werkzeug dann ganz einfach noch erzeugen. Das zeige ich auch gleich. Und es gibt Assistenten für die Angusdefinition und für die Kühlkanaldefinition, wenn Sie das Ganze zum Beispiel aus Skizzenelementen erstellen wollen. Schauen wir uns aber gleich im Video an. Dann in der Vergangenheit hatten wir die Einspritzposition, Kontrollventil und die Werkzeugwandtemperatur gab es schon geometriebasiert, was eben dann danach aufgelistet wird, Schließkraft, Entlüftung und so weiter, von Verzug aus schließen, Kühlmitteleingabe. Das sind einfach alles Sachen, die jetzt in der Version 2020 noch weiter dazugekommen sind. Ein kleiner Nachteil hat diese ganze Überarbeitung oder das größte Update, das wir bisher haben, und zwar, dass wir
Studien, Plastikstudien, die in 2019 und früher erstellt wurden, in der Version 2020 nur noch schreibgeschützt zur Verfügung stehen. Das heißt, im Prinzip hier rechts sehen Sie in diesem Fenster, der Bereich der Definition, der Studiendefinition ist dann einfach nur noch ausgegraut. Das kann nicht mehr geändert und modifiziert werden. Sie können jedoch natürlich auf die Ergebnisse, wie hier zum Beispiel die Füllergebnisse, noch zugreifen. Schauen wir uns diesen Workflow oder diese Veränderungen in der Software an. Zum einen können wir hier neue Studie erstellen, wie ich schon erwähnt hatte, Namen vergeben, Vernetzung vergeben und dann werden diese Volumenkörper aufgelistet. Ich kann einen auswählen, ich kann mit gehaltener Shift-Taste auch mehrere auswählen, wie in dem Fall kann ich dann den Kühlkanal vergeben oder auch, was wir hier noch sehen, den Anguss vergeben. Das heißt, das definieren wir schon schön vorher, dann müssen wir es nachher im Vernetzungs-Workflow nicht mehr machen. Was wir jetzt auch noch wollen, ist ein virtuelles Werkzeug. Das Werkzeug berücksichtigen wir, es vereinfacht im Prinzip nur ein Klotz Stahl, der außen drüber gestülpt wird. Dazu kann ich das eben auch hier erstellen. Ich kann, wenn ich mehreren Volumenkörpern eine gleiche Domain zugewiesen habe, wie jetzt hier Kühlkanal, könnte ich hier jetzt auch quasi eine zweite Instanz erstellen. Dann könnte ich sagen, der eine Kühlkreislauf wird mit Wasser und der andere mit Öl betrieben zum Beispiel. Genauso kann ich Studien löschen, Ergebnisse löschen und so weiter. Das geht jetzt alles schön und die Dinge werden auch in den SolidWorks Metadaten des Teils gespeichert, nicht als extra Dateien. So, dann kommen wir zu den Randbedingungen. Das ist jetzt nicht neu, wir machen es nur der Vollständigkeit halber. Ich kann den Anguss hier schön an der Fläche definieren. Und das ist das eine. Und neu dazugekommen ist die Kühlmitteleingabe. Hier ist es einfach, wie man es aus dem SolidWorks auch gewohnt ist. Ich klicke Flächen an, ich habe links meinen Property Manager, kann mir diesen Property Manager auch festpinnen, kann das bestätigen, kann den zweiten Kühlkreislauf definieren. Mit rechter Maustaste kann ich dann schön von diesen Selektionsboxen wechseln, Pin abhaken, bestätigen. So habe ich die zwei Kühlkreisläufe eben definiert und das Ganze eben komplett unabhängig vom Netz. Dann schauen wir noch an, wie sieht es aus, wenn wir eine in 2019 erstellte Studie öffnen. Ich habe schon erwähnt, die Studie ist komplett ausgegraut bis auf die Ergebnisse. Das heißt, wir können uns natürlich jetzt hier die Ergebnisse anschauen. Das heißt, es funktioniert in 2020 nur noch wie ein Viewer. Ich kann mir hier zum Beispiel die Schmelzfronten anschauen oder den Druck und kann zum Beispiel mit diesem Messentool auch die Druckdifferenz zwischen zwei selektierten Punkten ermitteln. Ich kann Berichte speichern, also alles, was sogenannte Post-Processing oder Ergebnisbearbeitung, Ergebnisauswertung ist, all das kann ich natürlich weiterhin machen. Das führt uns eigentlich dann direkt zum Thema Vernetzung. Da wir ja jetzt schon die Vorarbeit geleistet haben, gibt es grundsätzlich einen verbesserten Workflow. Was wir jetzt hier sehen, der Bereich, das ist alles aus 2019. Da gibt es dann, man sagt vernetzen, dann muss man die Netzoptionen festlegen, Schale oder Volumen. Dann kann ich entscheiden, brauche ich ein virtuelles Werkzeug oder nicht. Dann ist diese Domainzuweisung, dann ist die eigentliche Vernetzung, das sind vier Schritte und dann kann man noch so ein Profilclipping und die Netzqualität überprüfen. Da wir jetzt vieles hier schon an Netzoptionen, virtuelles Werkzeug definiert, die Domains zugewiesen, dann fällt hier natürlich in diesem Workflow einiges weg und wir kommen eigentlich nur noch auf zwei Dinge und zwar das eine Oberflächennetz erstellen und das andere ein Volumennetz erstellen. Schauen wir uns aber auch gleich in einem Video noch an. Dann automatische Vernetzung. Der ein oder andere wird jetzt denken, ja, das gab es ja bisher schon. Das ist halb richtig, kommt ein bisschen darauf an, was Sie vorher gemacht haben. Wenn Sie nur einen Standard haben und Einzelteile analysieren, Einzelteile konnten wir schon immer
automatisch, also automatisiert, automatisch vernetzen. In 2020 ist es jetzt auch so, dass wir, da wir die ganzen Definitionen schon gemacht haben und nicht in diesen langen Workflow rein müssen, können wir ganz einfach den Netztyp auf automatisch umstellen und mit einem Klick auch ein komplettes Werkzeug, sprich mit mehreren Kavitäten, Anguss, virtuellem Werkzeug, Kühlkanälen, Einlegern und so weiter, können wir jetzt, wenn Sie das wollen, auch automatisch vernetzen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, da wir uns in einem CAD-System befinden, ist es super einfach, Geometrie natürlich zu verändern. Ich mache eine Analyse, ich erkenne ein Problem, ich kann dann die Wandstärke ändern oder den Anguss modifizieren, an anderen den Einspritzpunkt ändern. Und in der Vergangenheit war das eben so, da viele Definitionen am Netz waren und ich habe neu vernetzt, muss ich Dinge wie den Anspritzpunkt neu definieren oder den Einlass für das Kühlmittel neu definieren. Das fällt in 2020 natürlich jetzt weg, weil wir das alles an der Geometrie haben, außer natürlich, Sie verändern die Geometrie so, dass diese Flächen, die Sie vorher ausgewählt haben, dann nicht mehr existiert oder geteilt werden. Da muss man natürlich weiterhin aufpassen. Schauen wir uns dieses Video an. Wir machen da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Wenn ich die ganzen Domains und Randbedingungen definiert habe, kann ich mit Rechtsklick hier rein und bei Netztyp steht standardmäßig Tetraeder Hybrid. Das heißt, wenn Sie sagen Netz erstellen, kommen Sie in diesen schnelleren Workflow mit rein. Hier ist es jetzt nur noch so, dass wir eine globale Netzgröße definieren. Wir können eine globale Verfeinerungsstrategie uns noch auswählen. Und es gibt jetzt nur noch einen Möglichkeit, die eine Netzverfeinerung zu machen. Da kann ich Volumen auswählen, wie hier. Das heißt, ich wähle den ganzen Anguss aus, vergebe hier eine Größe. Ich kann jetzt hier einfach eine ganz kleine Größe zum Beispiel machen oder sagen, es soll mir hier krümmungsbasiert, das heißt, wo kleine Radien sind und so weiter, vernetzt er dann feiner. Dieser Dialog kann aber genauso auch für Flächen verwendet werden. Das heißt, ich kann hier vier Volumenkörper wie hier oder Flächen, die Netzgrößen und die Verfeinerungsmethoden eben auswählen und kann mit einem Klick das Ganze hier erstellen. Das war eben vorher auch ein bisschen anders und es wurde eben so jetzt hier vereinheitlicht, dass man das Ganze mit einem Dialog machen kann. Finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und dann ist einfach nur noch der zweite Punkt. Zuerst wird ein Oberflächennetz erstellt und hier im zweiten Schritt wird dann einfach das Netz nach innen hin gefüllt. Es gibt, wenn das gemacht ist, einfach diese Clipping-Option, um zu überprüfen, ist das alles vernünftig vernetzt worden. Wir wechseln einfach schnell auf die andere Seite, haben einen schönen Schnitt hier durch und sehen, das hat jetzt erstmal ganz gut funktioniert und ich kann das Ganze hier einfach bestätigen. Wer den Vernetzungsdialog von vorher kennt, der weiß, um wie viel einfacher das jetzt geworden ist. So, was können wir noch machen? Ich habe es gesagt, automatische Vernetzung. Dazu kann man hier das einfach umstellen auf automatisch. Dann springt ihr sofort rein und sagt, wir haben was an den Einstellungen geändert und mit einem Klick ohne irgendeinen zusätzlichen Dialog geht ihr dann rein und verwendet einfach alle Default-Netzgrößen, um das Modell zu vernetzen. So, aber jetzt viel spannender. Was ist, wenn ich eine Geometrieänderung habe? Ja, dann gehe ich ganz einfach in mein SolidWorks rein. Ich habe hier zwei Schnitte schon mal gemacht, habe die unterdrückt, habe die jetzt wieder die Unterdrückung aufgehoben. Ich sehe sofort, die Geometrie wird überwacht oder die Änderung wird überwacht. Er sagt, Achtung, Teile-Design wurde modifiziert. Genauso in diesem Volumennetz sagt er mir, Achtung, Netzdaten sind nicht aktuell. Und da ich in der automatischen Vernetzung drin bin, kann ich einfach einen Rechtsklick vernetzen und habe jetzt so meine neue Geometrie vernetzt und auch alle Randbedingungen natürlich behalten, weil die eben geometriebasiert sind und ich keine Geometrie oder keine Fläche gelöscht habe, die auch zur Definition verwendet wurde.
Weiter geht's dann beim Thema Kühlung. Zum einen wurde die Möglichkeit geschaffen, in den Materialkarten, in den Materialdaten jetzt auch temperaturabhängige Werte für die spezifische Wärme und die Wärmeleitfähigkeit einzugeben. In 2019 und früher war das eben so, dass es einfach nur einen konstanten Wert gab für die beiden Parameter. Da sich das Ganze aber temperaturabhängig ändern kann und wir diese Informationen von den Materialherstellern auch bekommen, wurde das eben in 2020 umgesetzt, dass wir diese mehr Informationen, die wir bekommen, auch im User Interface oder in der Software auch verwenden können. Dann gab es oder gibt es immer andauernd Validierungsprojekte in Taiwan von der Chung-Yan Universität, die Werkzeuge haben, also sind drei Modelle, die sie mit fünf Materialien spritzen und die ganzen Sachen vermessen. Und da ist einfach die Vorhersage des Druckabfalls bei der reinen Abkühlphase verbessert worden. Das ist jetzt auch in 2020 umgesetzt. Das ist was ich nicht zeigen kann, sondern was solverseitig einfach in 2020 verbessert wurde. Genauso war es so, wer sich mit Kühlanalysen in der Vergangenheit oder genauer auseinandergesetzt hat, der weiß, es gibt mehrere Möglichkeiten in den vorherigen Versionen, einen Kühlkanal zu definieren. Es gab die Möglichkeit, einfach nur einen Kühlkanal zu definieren ohne Ein- und Auslass. Dann wurde sozusagen die einfachste Möglichkeit verwendet. Eine zweite Möglichkeit ist, Eintritt Kühlmittel zu definieren. Da wurde einfach noch die Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Auslass mit ermittelt. Und ich glaube, mit 2018 oder 2019 wurde dann noch dieser, das hieß Feldkühlmittelfluss hinzugenommen, der einfach eine echte CFD-Analyse macht, der auch Druckdifferenzen berechnet, die Vektoren und auch so die Kühlung eben noch genauer machen kann, gerade wenn die Kühlgeometrie komplex oder großes sich verjüngt und so weiter. Da konnte man dann auch noch Probleme erkennen, die anhand des Strömungsverhaltens. Das Ganze wurde sozusagen ersetzt und es gibt nur noch die Kühlmitteleingabe, die ich auch definiert hatte an der Geometrie. Das ist die hochwertigste und die einzige, die in 2020 noch verwendet werden kann, was natürlich auch Sinn macht, das genaueste zu verwenden. Und hier wurde jetzt auch in 2020 sogar das Turbulenzmodell noch ein bisschen angepasst in Zusammenarbeit mit der Universität, die da noch weitere Analysen oder weitere Validierungen durchgeführt haben. Dann geht es weiter zum Thema Materialien und Materialbibliothek. Kollegen von mir aus USA haben vor 2, 3 Jahren angefangen, Partnerschaften mit allen großen Herstellern anzustreben. Es ist so, dass wir mit vielen aktuell im Kontakt sind. Auch ich war vorletzte Woche in der Schweiz bei einem großen Hersteller, um die Zusammenarbeit genauer zu definieren und zu verbessern. Auf Empfehlung von den Materialherstellern, die haben die Materialien, die in unserer Bibliothek drin sind, einfach mal kurz drüber geschaut, haben uns gesagt, welche gar nicht mehr zu kaufen sind oder welche nicht mehr verkauft werden, die haben wir dann natürlich rausgenommen. Wird in der Zukunft, so wurde jetzt in der Vergangenheit mit 19 SP3, wurden auch neue Materialien hinzugefügt von Chevron Phillips und von der Radici Group, 16 bzw. 14 neue Materialien. Es werden aber, also dieses Projekt geht immer weiter. Es sind jetzt hier nicht, also von Covestro kommen auch 44 neue mit dazu und auch von anderen Herstellern, aber das ist jetzt eher der kleinste Teil. Die großen Änderungen mit Hunderten von neuen Materialien werden dann nach und nach Schritt für Schritt mit den Service Packs eingespielt. Das ist einfach nur so als aktueller Ausblick. Also hier wird sehr viel investiert von uns,
dort noch besser und noch aktueller eben die Materialbibliothek zusammen mit den Materialherstellern zu halten. Als letzter Punkt die verformte Geometrie. Wir hatten schon immer die Möglichkeit, ich nenne es mal etwas Verformtes zu speichern. Das war in der Vergangenheit eigentlich immer nur tessellierte Geometrie. Das heißt, diesen Netzkörper, der wurde einfach als Grafikobjekt oder ich glaube als tessellierter Volumenkörper gespeichert. Das heißt, wir haben nicht mehr die Original CAD-Geometrie behalten, sondern einfach nur das Netz rausgespeichert. In 2020 können wir jetzt die verformte SolidWorks-Geometrie speichern. Das heißt, aus dem Netz und der Originalgeometrie wird die Geometrie so verformt und verbogen, dass wir genau auf dieses Ergebnis kommen. Wir sehen eben hier rechts, der große Vorteil ist natürlich, dass wir dann Sachen wie Kollision und Toleranzanalysen können wir machen auf Baugruppenebene, aber auch auf Teilebene. An diesem Bild rechts, ich zeige es auch gleich noch im Video, habe ich einfach ein Einzelteil genommen, habe die Verzugsanalyse gemacht, habe das Verzugsergebnis gespeichert als Konfiguration. Das heißt, ich habe einen zweiten Volumenkörper und ich kann diese Volumenkörper natürlich übereinander legen. Ich könnte die noch an den richtigen Ursprung, eine richtige Referenz verschieben und dann mit SolidWorks-Funktionalitäten, CAD-Funktionalitäten wie mit dem Messenwerkzeug auch diese Geometrie vermessen. Interessant ist das natürlich auch für Unternehmen, die optische Teile spritzen wollen, um eben die optische Leistungsfähigkeit, wie zum Beispiel bei Kunststofflinsen, zu ermitteln. Das ist natürlich wichtig, weil wenn sich die Linsengeometrie verändert, verändert sich auch dieses optische Verhalten, die optische Leistungsfähigkeit. Das hilft hier natürlich, das würde mit einem Netzkörper, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, nicht funktionieren. Schauen wir es uns kurz im Video an. Ich habe jetzt hier dieses Verzugsergebnis von diesem Teil. Das ist aktuell noch mit Faktor 10 überhöht. Wir gehen einfach auf Performance Faktor 1, dann haben wir die echte Verformung. Wenn wir das Ganze jetzt speichern wollen, machen wir einfach einen Rechtsklick auf diese Verzugsergebnisse und sagen Körper aus verformter Geometrie erstellen. Jetzt habe ich hier unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich möchte das als Konfiguration in diesem Modell speichern, als Körper. Habe dann zum einen hier eine Konfiguration, die eben nur dieses Teil zeigt. Also kein Netzkörper, keine Netzgeometrie, sondern echte SolidWorks-Geometrie. Und ich kann diese natürlich übereinander legen und könnte jetzt hier ganz einfach evaluieren, messen und könnte jetzt hier Flächen zueinander, Punkte zueinander, Kanten zueinander, Winkel und so weiter, alles, was Sie kennen, hier eben auch verwenden. So, damit sind wir mit dem auch durch, was ich Ihnen zeigen wollte, vielleicht einfach noch mal kurz zusammenfassen, was andere Unternehmen eben damit machen oder was die anderen Firmen sagen. Zum einen Vigon, die sagen hier, für uns ist es wichtig, während der Konstruktion schon die besten Entscheidungen zu treffen, was nicht nur die funktionelle Leistungsfähigkeit angeht, sondern auch was die Fertigung angeht. So kann man einfach querchecken, okay, wo sind meine großen Lasten, wie will ich es fertigen, befinden sich da dann in kritischen Bereichen, wo die Teile hoch belastet sind, Bindenähte oder Lufteinschlüsse und so weiter. Das wollen wir natürlich verhindern und das kann man mit den Tools integriert in SolidWorks natürlich wunderbar machen. Ein weiterer Punkt, der oft ein bisschen unterschätzt wird, meiner Meinung nach, ist die Kommunikation. Oft ist es ja so, dass sie konstruieren ein Kunststoffteil, jemand Drittes macht, konstruiert das Werkzeug und gefertigt wird es dann wieder irgendwo anders. Das kann kontinentübergreifend passieren. Und wenn Sie eben mit SolidWorks Plastics oder mit Simulation und CAD-Formaten, wo eben jetzt diese Analysen auch mit übermittelt werden als Metadaten, wenn Sie das haben, das hilft Ihnen natürlich mit Partnern oder mit Herstellern, Zulieferern und so weiter,
besser zu kommunizieren und über, ja, über Fertigungsmöglichkeiten, Materialien und so weiter zu sprechen, bevor Sie ein Werkzeug erstellt haben. Und dann eben weiter, ja, mehr für die Spezialisten, die wirklich das Werkzeug bauen, um zu ermitteln, wo, wie mache ich meinen Anguss, wie viele Angüsse brauche ich, wo sind Einfallstellen, Bindenähte, und so konnte die Firma Center for Advanced Medical Learning and Simulation hier einfach auch Kunststoffe oder Teile, die im Sichtbereich sind, zu verhindern, dass Einfallstellen und so weiter im Sichtbereich entstehen. So viel zu dem, was ich mir heute vorgenommen hatte. Ich schaue jetzt direkt mal auf die Fragen. Wie gesagt, Sie können sich auch gerne meine E-Mail-Adresse notieren, wobei Sie sollten auch E-Mails von mir haben. Zum einen kommt die Frage, kann auch das inverse Modell herausgeschrieben werden mit dieser neuen Möglichkeit? Also mit der Geometrie geht es noch nicht, das würde ich mir auch wünschen. Ich weiß auch, warum Sie das gern haben wollen, damit Sie eben das Werkzeug invertiert verformen, vorhalten können, um dieser Verformung oder Verzug entgegenzuwirken. Das ist in der 2020-Version so nicht drin. Was Sie machen können, Sie können die Netzdaten meines Wissens noch speichern und dort können Sie einen Faktor angeben. Da können Sie 1, minus 1, minus 0,7 und so weiter. Das müsste eigentlich mit dem Netz immer noch funktionieren. Dann ist die Frage, auf wie viel CPUs rechnet der Prozess. Das können Sie einstellen unter den Settings können Sie einstellen, auf wie vielen CPUs er maximal rechnen kann. Ich habe 12 CPUs, ich stelle das normal so auf 8 ein. Das heißt, solange auch eine Berechnung läuft, habe ich noch 4 CPUs frei, um ein paar andere Dinge zu machen. Okay, dann kommt eine neue Frage rein. Können Druckprofile definiert werden? Ja, ich kann, also defaultmäßig wird ein konstanter Einspritz, ein Volumenstrom definiert. Sie können aber jederzeit diese Default-Werte überschreiben und auch das Ganze mit Druckprofilen machen. Kann die Leistung der GPU auch eingebunden werden? Nein, die GPU verwenden wir für diese Analyse aktuell noch nicht. Da gibt es auch immer wieder unterschiedliche Meinungen zu dieser GPU-Geschichte. Wir haben viele Gespräche geführt mit Kunden, intern, mit der Entwicklung und so weiter. Ja, da gibt es die unterschiedlichste Meinungen. Ich weiß nicht, wie das geplant ist. Ein Punkt ist, dass meist diese GPUs, die verwendet werden oder die Grafikkarten sehr teuer sind und meist nicht in einem vernünftigen Verhältnis mit dem Geschwindigkeitsvorteil stehen, den so eine GPU bringt. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, um was es geht, um was für eine Analyse sich handelt. So, dann habe ich noch eine Frage, die ich nicht ganz verstehe. Ich lese mal vor. Ist es möglich, einen Referenzmaterialvorschlag von Kunststoffen von Seiten SolidWorks zu bekommen? Also von Kunststoffen, die nicht in der Datenbank vorhanden sind. Also grundsätzlich Materialien, die nicht in der Datenbank vorhanden sind, von denen wissen wir jetzt erstmal nichts und dann kann die Software natürlich auch mal nichts vorschlagen. Welches Material für Sie das Richtige ist, das ist mit einem Algorithmus meines Wissens ganz schwer zu berechnen, weil jeder so ein bisschen unterschiedliche Anforderungen oder unterschiedliche Ziele hat.
Der eine will nur so schnell wie möglich so viele Teile wie möglich spritzen. Das heißt, er möchte eine kurze Einspritzzeit. Jemand anderes möchte ein hochfestes Teil. Das heißt, dem sind die Einspritzzeiten oder wie groß er die Maschine braucht, nicht so wichtig. Dem ist einfach wichtig, dass ein faserverstärkter Kunststoff verwendet wird und die Festigkeit, weil das strukturell eben eine Last tragen muss, erhöht werden soll. Deshalb ist es, glaube ich, auch schwierig, von einer Software sich ein ideales Kunststoffmaterial vorschlagen zu lassen. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Wenn nicht, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail, dann können wir das gerne offline weiter diskutieren. Wenn dann keine weiteren Fragen ein Punkt, Anspritzpunkte, Anspritzpunktgröße kann netzbasiert eingegeben werden. Flächenbasiert vermissen wir diese Möglichkeit. Ja, die Größe, also das ist ja jetzt in 2020 drin, das wollte ich heute zeigen. Das heißt, wenn Sie 3 mm Größe haben, und Sie klicken eine Fläche an, die richtige Geometrie hat, sprich 3 mm Durchmesser, dann hat die halt genau 3 mm Durchmesser. Das ist die Idee des Ganzen. Das heißt, Sie konstruieren sich den Anspritzpunkt, wie Sie ihn brauchen, rundeckig, dreieckig, Sternform, wie Sie es haben möchten, und selektieren einfach nur diese Fläche, und dann wird diese komplette Fläche verwendet. So, jetzt kommen doch noch ein paar Fragen rein. Ich nehme noch zwei schnell mit, bevor wir dann das Ganze beenden. Wenn Ihre Frage nicht beantwortet ist, schreiben Sie mir bitte gerne eine E-Mail. Kann man sich theoretisch ideale Anspritzpositionen vorschlagen lassen, so wie bei Konkurrenzprodukten? Ja, das heißt, in diesem, aber ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob das in 2020 auch noch geht. Auf jeden Fall in der 2019 wurde anhand des Netzes ein geometrischer Mittelpunkt berechnet, und an diesem geometrischen Mittelpunkt wurde Ihnen, also andersrum gesprochen, die theoretisch ideale Anspritzposition ist da, wo alle Fließlängen gleich lang, und zwar so kurz wie möglich, sind. Das ist, damit wird einfach der Schwerpunkt des Teils ermittelt und dann an den nächsten Knoten eine Info gesteckt. Das wäre der ideale Anspritzpunkt. Meist ist es im echten Werkzeug schlecht umzusetzen. Das heißt, das kann man machen. Ich halte persönlich wenig davon, weil ich selten erlebt habe bei einer echten Werkzeuggeometrie, dass das am idealen Punkt angespritzt wird. Und ich gehe immer mal davon aus, dass das meistens der Fall ist. Wenn es jetzt da noch weitere Fragen gibt, am besten die Support-Hotline des Vertriebspartners anrufen. Die helfen Ihnen bei Support-Fragen. Ich denke, müssen wir jetzt leider hier aus dem Webinar rausziehen. Ich bedanke mich bei allen für die Teilnahme. Anstehende Webinare finden Sie, auch wenn es komisch klingt, unter solidworks.de/webcastserie 2019. Ich weiß, wir sind in 2020. Nichtsdestotrotz ist der Link, der funktioniert auf jeden Fall. Schauen Sie, was dieses Jahr noch angeboten wird. Wie gesagt, vielen Dank. Morgen kommt die Aufzeichnung. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz tollen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.